diesem Video erkläre ich dir, welche Rolle der Speicher beim Programmieren spielt, wie Speicherzellen aufgebaut sind und was es mit Speicheradressen und dem berühmt-berüchtigten Adressoperator, dem Kaufmanns und in C++ auf sich hat und wie man das Ganze benutzt. Und damit das eben nicht nur Theorie bleibt, habe ich auch Beispiele für dich, die du parallel zum Video direkt in deinem Browser starten und selber ausführen kannst. Ich bin Andreas von The Fearless Engineer und los geht's. Und direkt zum Start hier noch ein kurzer Hinweis für dich. Es gibt ein Begleitheft zu diesem Video, da steht alles Wissenswerte noch einmal drin, inklusive Links zum Beispielcode, zu ein paar Tipps und Tricks und allen Dingen, für die kein Platz mehr hier im Video war oder die eben nachträglich noch dazugekommen sind. Und falls dich das interessiert, dann findest du den Link dazu hier unten in der Videobeschreibung. Ja, dieses Video hier ist das zweite in einer kurzen Reihe, in der es um den Aufbau und um die Funktionsweise von Computern geht. Im letzten Video, da bin ich auf grundlegende Themen wie Architektur, Dateneingabe und eben Bus eingegangen, Bussysteme zur Datenübertragung. Und hier im Bild, da kannst du die einzelnen Komponenten nochmal sehen und auch, wie sie verbunden sind. Und falls du das Video zum Thema Architektur und Bus noch nicht gesehen hast, dazu Fragen vielleicht haben solltest, dann kommt hier der Link für dich dazu. Und in diesem Video, da geht es um eine der wichtigsten Komponenten aus diesem Schema und beim Programmieren, nämlich dem Speicher. Und ganz allgemein, da kann man sagen, dass der Speicher dazu dient, sowohl Daten als auch Programmbefehle abzulegen und über Adressen zugänglich zu machen. Und zwei der wichtigsten Eigenschaften von Speicher sind die Geschwindigkeit, mit der Daten geschrieben oder auch gelesen werden können, und die Speichergröße. Es gibt zwar noch weitere Kerngrößen, aber so tief wollen wir jetzt hier nicht einsteigen. Und ideal wäre logischerweise ein sehr, sehr großer und sehr schneller Speicher, aber das wäre in den allermeisten Fällen überhaupt nicht bezahlbar. Und deswegen gibt es in fast jedem Computer eine sogenannte Speicherhierarchie, wie so in der Abbildung hier zu sehen ist, und in der ergänzen sich verschiedene Speicherarten mit verschiedenen Eigenschaften gegenseitig. Ja, je dichter an der CPU, das heißt an der Spitze der Pyramide, so ein Speichertyp steht, desto schneller, kleiner und teurer ist er. Und der schnellste Speichertyp, das sind die internen Register des Prozessors, der CPU. Danach kommen dann verschiedene Cache-Speicherarten, Level 1, Level 2. Und darin liegen Daten, die vom Betriebssystem sehr häufig gebraucht werden. Und darunter, da kommt dann der deutlich größere RAM-Speicher. Das ist auch das, was wir in der Regel Arbeitsspeicher nennen. Und ganz unten, da kommen die sehr großen und vergleichsweise aber auch langsamen Speicherarten, wie zum Beispiel USB-Sticks oder auch Festplatten. Und nur damit du so ein bisschen eine Vorstellung bekommst, über welche Preise wir eigentlich reden, pro Gigabyte Flash-Speicher zum Beispiel für Festplatten jetzt in 2020, da müsstest du irgendwo im niedrigen Euro-Bereich was auf den Tisch legen. Wenige Euro pro Gigabyte. Und ganz oben in diesem Level 1 Cache, dem schnellsten Cache-Speicher, wenn du den als Gigabyte kaufen würdest, da müsstest du so um die 5000, vielleicht ein bisschen weniger Euro auf den Tisch legen. Das macht man natürlich nicht und deswegen fällt dieser Cache-Speicher in der Regel sehr klein aus, meistens nur wenige Megabyte, damit das eben nicht so sehr ins Gewicht fällt. Und die spannende Frage ist hier also fürs Programmieren oder auch allgemein für die Funktionsweise im Computer, wie funktioniert diese Hierarchie in der Praxis eigentlich? Wenn also ein Programm ausgeführt werden soll, dann ist es die Aufgabe des Betriebssystems, des OS, alle dafür nötigen Daten in den Speicher zu laden und so auf diese Hierarchie zu verteilen, dass eben die Zugriffszeiten möglichst kurz sind. Darum geht es, die Zugriffszeiten minimieren. Wenn ein Programm ausgeführt wird, dann sieht ein typischer Ablauf zum Beispiel so aus. Erster Schritt, da wird die Programmdatei von der Festplatte geladen und der darin enthaltene Maschinencode, der wird in den Arbeitsspeicher, in den RAM-Speicher kopiert. Zweiter Schritt, dann Befehle und Daten, die der Prozessor vermutlich als nächstes benötigt. Da ist ein bisschen Raten und auch Erfahrungswerte sind dafür nötig. Die werden dann vom RAM in den schnelleren Cache-Speicher kopiert vom Betriebssystem. Und im dritten Schritt, wenn jetzt Eingaben erfolgen über das Keyboard zum Beispiel, dann werden diese auch direkt in den RAM-Speicher und, wenn sie benötigt werden, in den Cache-Speicher hineinkopiert. Im Cache ist immer all das, was vermutlich als nächstes gebraucht wird. Und wenn dann ein Befehl mit der Ausführung im Prozessor an der Reihe ist, dann wird eben entlang dieser Hierarchie von oben nach unten gesucht, so lange, bis Befehle als auch Daten für den nächsten Befehl gefunden wurden. Und je weiter oben das Betriebssystem fündig wird, umso schneller läuft auch das Programm, weil dann die Suchzeiten, die Speicherlatenzen umso niedriger sind. Und deswegen sollte man eben nicht nur auf den Arbeitsspeicher achten, auf das RAM, sondern auch auf die Cache-Größe. Denn je mehr Daten hier für den schnellen Zugriff zwischengespeichert werden können, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben beim Suchen nach den richtigen Informationen die Dinge auch dort gefunden werden. Und weil die eben so viel schneller sind als RAM-Speicher, sind die Zugriffszeiten dann auf Rechnern mit großem Cache in der Regel kleiner.
Und falls dich das interessiert und du ein bisschen mehr wissen willst, dann kannst du dir auf deinem Rechner oder auf dem Replit-Rechner hier in der Online-IDE die Größe der einzelnen Speichermodule auch mal ausgeben lassen auf dem Terminal. Und je nach Betriebssystem, da wird das ein bisschen unterschiedlich funktionieren, aber wenn du jetzt beispielsweise hier auf Replit das Linux-System nimmst und dann einen Befehl eingibst, der sieht ein bisschen kryptisch aus, aber der gibt im Prinzip nur den Inhalt einer Datei im Terminal aus und mit dem Befehl cut /proc/meminfo, da werden alle Angaben zum Speicher angezeigt, ausgegeben, inklusive Arbeitsspeicher und Cache. Die stehen alle drin in dieser Datei, procmeminfo, und mit cut gibst du die aus. Und ein paar Grundkenntnisse zum Speicheraufbau sind übrigens deswegen wichtig für dich, weil es beim Programmieren einige Tricks und Kniffe gibt und mit denen kannst du zum Beispiel die Zugriffszeit auf Daten verkürzen und all solche Dinge tun. Und wie das genau funktioniert, welche Tricks es gibt, was für dich als Anfänger sinnvoll ist, das sehen wir uns in einem der nächsten Videos an, wenn wir reden über Speichermanagement, über Zeiger, Referenzen und all diese Dinge, die in C++ wichtig sind. Aber oft sind es schon ganz kleine und unscheinbare Veränderungen am Code, mit denen du eine große Wirkung im Hinblick auf die Performance erreichen kannst. Und jetzt schauen wir uns die Frage an, was überhaupt eine Speicheradresse ist. In der Abbildung hier, da kannst du sehen, dass Daten im Speicher in sogenannten Zellen abgelegt sind und pro Zelle, da steht eine bestimmte Anzahl an Speicher zur Verfügung und in der Regel sind das 8 Bit bzw. 1 Byte, 8 Bit, also 8 Nullen und Einsen heißen auch Byte. Und damit der Inhalt von einer solchen Zelle gelesen oder geschrieben werden kann, da muss diese ganz eindeutig identifizierbar sein und das funktioniert genau wie bei Hausnummern über die Speicheradressen. Und die stehen in der Abbildung hier über den Zellen und jede Zelle hat eine eindeutige Adresse, die aus einer sogenannten Hexadezimalzahl besteht. Das ist kryptisch zugegeben, weil hier neben den Zahlen 0 bis 9 auch noch die Ziffern drinstehen, A bis F, um genau zu sein. Und damit ist die Basis von solchen Hexadezimalzahlen eben nicht 10, wie wir das kennen, sondern 16. Und warum das praktisch ist und warum das eben in der Programmierung, in der Informatik überall verwendet wird, das sehen wir uns später noch ein bisschen genauer an. Jetzt reicht es erstmal zu wissen, dass allgemein solche Hexzahlen A häufig vorkommen und B im Computer sehr effektiv verarbeitet werden können und C einigermaßen mit Übung auch vom Programmierer, von der Programmiererin nachvollzogen verstanden werden können. Und deswegen, aus diesen drei Gründen, spielen die eben in der Informatik eine ganz besondere Rolle. Und Adressen, die sind beim Programmieren immer dann wichtig, wenn du in deinem Quellcode Daten speichern willst, zum Beispiel das Ergebnis von Berechnungen oder den Rückgabewert einer Funktion. Wenn du jetzt aber jedes Mal mit solchen langen Hexzahlen, selbst wenn die noch einigermaßen interpretierbar sind mit ein bisschen Übung, herumhantieren müsstest, dann wäre das überhaupt nicht komfortabel und außerdem sehr fehleranfällig. Früher war das so, heute ist es Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Und deswegen gibt es solche Hochsprachen wie C++ und die erlauben dir keinen direkten Zugriff auf Speicheradressen, sondern du musst einen Umweg nehmen und dieser Umweg heißt Variablen. Und die Idee bei Variablen ist, dass du beim Programmieren definierst im Quellcode, welche Art von Daten du speichern willst. Dazu sagt man dann auch Datentyp und unter welchem Namen eben das Ganze abgelegt werden soll. Das wird Bezeichner genannt. Und über beides zusammen, Datentyp und Bezeichner, dazu sagen wir auch Variable. Da ist eben der indirekte Zugriff auf Speicher über Adressen möglich. Sehen wir uns mal an, wie zum Beispiel so eine Variable vom Typ Integer oder Int, sagt man dazu auch, definiert werden kann, mit der wir eben ganze Zahlen speichern können, ohne Kommata. Und dazu schreiben wir zuerst Int in den Quellcode, gefolgt von einem Bezeichner, zum Beispiel TextLength, weil wir darüber eben aussagen wollen, welche Information hier gespeichert werden soll. Und da soll eben die Information rein, wie viele Zeichen sind im Text. Und Variablen vom Typ Int, die belegen 32 Bit im Speicher. Das heißt, es werden 32 durch 8 gleich 4 Speicherzellen benötigt, um diese Daten darzustellen. Andere Datentypen, wie zum Beispiel Char, die haben nur 8 Bit, die benötigen eine Zelle. Dann gibt es noch Double, die haben 64 Bit, die benötigen 8 Zellen und noch so einige andere mehr. Und der Name einer Variablen, der dient ja, wie gesagt, dazu, dass wir beim Programmieren eben nicht mit diesen unordentlichen Adressen arbeiten müssen. Und wir können beispielsweise über so eine Zuweisung wie hier, TextLength gleich Text.size, einfach die Anzahl der Zeichen in der Variablen Text an den Speicherplatz der Variablen TextLength kopieren, ohne dass wir wissen, wie die Adresse dieser Variablen im Speicher lautet. Wir wissen da gar nichts drüber. Du kannst also mit dieser Variablen ganz einfach Speicherplatz benutzen, schreiben zugreifen, lesen zugreifen und der Compiler übernimmt unter der Haube die komplette Verwaltung der Speicheradressen für dich.
Ja, manchmal, da gibt es in C++ aber auch Situationen, wo es von Vorteil für dich sein kann, wenn du die Adresse einer Variablen kennst. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn du Parameter an Funktionen übergeben willst. Was es damit auf sich hat, das sehen wir uns ein bisschen später an, aber das ist so einer der häufigsten Anwendungsfälle für den Adressoperator. Und für solche Fälle, da kann dann eben dieser Adressoperator genutzt werden, um Speicheradressen von Variablen zu ermitteln. Und in C++, da wird er repräsentiert durch ein Symbol, Kaufmannsund hier. Und mit diesem Kaufmannsund, wenn du das voranstellst vor eine Variable, da wird dann eben hier in unserem Beispiel jetzt zum Beispiel für TextLength die Adresse der Variablen zurückgeliefert. Und wir können jetzt hier so eine Ausgabezeile mit cout eingeben und lassen uns als erstes den Speicherinhalt ausgeben. Das machen wir, indem wir einfach den Variablennamen hinschreiben, TextLength, und dann direkt danach die damit verbundene Speicheradresse und stellen dann vor diesen Variablennamen, vor dem Bezeichner, einfach das Kaufmannsund, den Adressoperator. Und wenn wir jetzt kompilieren und ausführen, dann siehst du auf der Konsole die Speicheradresse dieser Variablen als Hexadezimalzahl und ganz vorne den aktuellen Inhalt. Ja, bis jetzt haben wir nur darüber gesprochen, wie Daten im Speicher abgelegt werden. Was aber noch offen ist, ist die Frage, wo die Anweisungen zu finden sind, aus denen so ein Programm besteht, das du geschrieben hast. Die müssen ja auch irgendwo herkommen. Der Maschinencode, der muss ja auch vom Prozessor verarbeitet werden. Und die kurze Antwort auf diese Frage lautet, Anweisungen, die liegen auch im Speicher. Die meisten Rechner heutzutage, die sind nach der sogenannten von Neumann-Architektur aufgebaut. Das ist ein Mathematiker aus den 40er, 50er Jahren und der hat ganz wesentliche Grundlagenarbeiten gelegt und der hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass es einen gemeinsamen Speicher geben soll, in dem Daten und Anweisungen liegen. Das Gegenteil wäre ein getrennter Speicher, das heißt dann Harvard-Architektur, ist jetzt aber für uns erstmal nicht so wichtig. Wenn du also mit dem Compiler deinen Quellcode in Maschinencode übersetzt und das Programm startest, dann landet der Maschinencode genauso im Speicher bei der von Neumann-Architektur wie eben Texteingaben über das Keyboard und alle anderen Daten auch. Und wenn alles im Speicher liegt und alle Daten und Befehle eindeutige Adressen haben, dann kann das Programm im nächsten Schritt vom Prozessor ausgeführt werden. Und wie das funktioniert, wie die letzte Komponente, der eigentliche Prozessor arbeitet, das sehen wir uns im nächsten und letzten Video dieser kurzen Reihe an. Ja, in diesem Video hast du gelernt, wie Speicher funktioniert, was eine Speicherhierarchie ist, was es mit Zellen und Adressen auf sich hat im Speicher und welchen Zweck der Adressoperator, das Kaufmannsund, erfüllt. Und außerdem weißt du jetzt, dass beim Ausführen von Programmen Daten und Maschinencode nebeneinander im Speicher landen und von dort aus über den Bus zum Prozessor kopiert werden. Und im nächsten und letzten Video zum Aufbau von Computern, da zeige ich dir, wie der Prozessor funktioniert, wie die wichtigsten Modelle derzeit heißen, ARM-Prozessoren, x86-Prozessoren, aber auch Arduino-Prozessoren bzw. Arduino-Boards mit Mikrocontrollern an Bord. Und wir sehen uns an, wie du die Laufzeit von Programmen messen kannst. Und wie immer gilt, wenn du Fragen hast, irgendwelcher Art, Wünsche hast für Themen, die ich hier in meinen Videos behandeln soll, dann schreib mir einfach einen Comment unten rein und vielleicht greife ich den hier auf und mache eines der nächsten Videos, ist dein Vorschlag. Und wenn dir das Video hier gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da und denk drüber nach, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich echt freuen. Außerdem bekommst du sofort mit, wenn eben das nächste Video online geht. Ja, und ganz zum Schluss noch ein kurzer Tipp, wie immer, du kannst dir alle Ressourcen zu diesem Video über den Link in der Beschreibung runterladen, da findest du das Begleitheft, den Link zu dem Quellcode und einige Dinge mehr. Und wenn du Interesse hast an anderen Themen rund um Programmieren und Elektronik, dann kannst du unter thefearlessengineer.com nochmal nachschauen, schau gerne vorbei, da findest du alle anderen Videos, die ich hier so mache zu diesen Themen. Also, das war's von mir, viel Spaß und bis zum nächsten Mal hier auf The Fearless Engineer.